Seit 4 Jahren leidet die syrische Bevölkerung unter einem brutalen Bürgerkrieg. Die Bombenangriffe haben immer mehr Menschen zur Flucht gezwungen. Für diejenigen, die das Land nicht verlassen können, sind Lager nahe der Grenze der einzige Ausweg. Dieses hier liegt im Norden Syriens. Seit Beginn des Konflikts musste die Hälfte der syrischen Bevölkerung aus ihrer Heimat fliehen. نقطة طبية ما عنا. احنا قلنا تواليتات ما عنا، صرف صحي ما عنا، مية شرب 15 لتر مي للعائلة، العائلة 15 9 أنفس أو 10 أنفس بيجيها 15 لتر مي. 15 لتر مي ما بتكفيها شرب، وين بده يغسل؟ وين بده يغسل أواعيه يتحمم؟ Im Winter ist das Leben dieser Familien noch härter. When it snows, there's a huge problem. When the snow melts, there's an even worse problem because everything's muddy. Everything gets wet, the blankets get wet. You have to heat your tent or your home. And fuel, the availability of fuel is difficult, but the quality of fuel is even worse. So it's kind of the risk balance. You can't not heat the tent because then everybody will get hypothermia. But they're using this fuel and there's an explosion and the tent might catch fire. Explosionen als Folge von schlechtem Brennstoff sind so häufig geworden, dass sich das MSF-Spital im Gouvernement Idlib auf die Versorgung von Verbrennungen spezialisiert. تبكي الحجر هنا. يعني خصوصي وقت يكون في أطفال يعني نتيجة حرق أو مخيمات أحيانا يصير حرق بأحدى الخيام فبيأتي النار على مجموعة من الخيام أطفال نائمين عند الصبح فيعني لا يعني لا ذنب لهم فبيأتوا إلى هنا محروقين ونتيجة مواد تدفئة أو في بعض المناطق أحيانا من نتيجة القصف بالبراميل. Seit Beginn des Konflikts wurden medizinische Einrichtungen gezielt angegriffen. Gesundheitsmitarbeiter wurden getötet, entführt und mussten fliehen. Einige MSF-Einrichtungen mussten wegen des Risikos von Entführungen schließen. In Gebieten, die nicht unter Regierungskontrolle sind, entstanden verschiedene Ärztenetzwerke, die MSF versucht zu unterstützen. Von ihren Kontakten mit syrischen Ärzten wissen die Teams von Ärzte ohne Grenzen nur zu gut, dass tausende Menschen dringend Hilfe benötigen. Doch ihr Handlungsspielraum ist stark eingeschränkt. Auch wenn die Ebola-Epidemie nachgelassen hat, ist dies für die Teams in den betroffenen Ländern noch kein Grund, sich zurückzulehnen. In Guinea und Sierra Leone kommt es weiterhin zu Neuansteckungen und Aufklärungskampagnen werden oftmals ignoriert. Tatsache ist, ein einziger, nicht rechtzeitig entdeckter Ebola-Fall kann reichen, um die ganzen Bemühungen zur Eindämmung der Epidemie zunichte zu machen. Deshalb sind weiterhin unermüdlich Teams wie dieses hier in Monrovia im Einsatz, um die Menschen von der Wichtigkeit der Präventionsmaßnahmen zu überzeugen. We have to ensure that people are aware that once there's an outbreak in future, it's possible that we most likely have another outbreak and home barrier or touching of dead bodies is one of the things that we have to think about and consider do some behavior change. Ist die Epidemie einmal beendet, stehen die betroffenen Staaten vor einer weiteren Herausforderung. Dem Wiederaufbau des bereits zuvor fragilen Gesundheitssystems, das nun komplett zusammengebrochen ist. Dieses Lager in Lietschur nimmt tausende Flüchtlinge auf. Darunter sind viele Frauen, die ihr Zuhause und häufig Familienangehörige im Südsudan zurücklassen mussten. If they're by themselves with only female members, they're very vulnerable. So they're vulnerable to attack, they're vulnerable to rape, they're vulnerable to theft. And we haven't seen very much rape yet. I think it's because it's underreported.
people don't seek medical help after rape, but we're very sure that it happens. Ärzte ohne Grenzen betreibt eine Entbindungsstation im Spital des Lagers. Vor ein paar Tagen fand diese Frau erst bei der Geburt heraus, dass sie Zwillinge erwartete. Beiden Babys geht es gut, aber die ungewisse Zukunft bereitet der Mutter Sorgen. Nach 50 Jahren wird endlich etwas für Tuberkulose-Patienten getan. Selbst jene, die an der multiresistenten Krankheitsform leiden, sollen in den kommenden Jahren auf wirksame Medikamente zugreifen können. Weshalb werden diese neuen Medikamente so dringend benötigt? Tatsächlich ist multiresistente Tuberkulose sehr gefährlich und ein großes Problem für die öffentliche Gesundheit. Tuberkulose oder TB ist eine Infektionskrankheit, die mit Antibiotika behandelt wird. Doch gewisse Bakterien entwickeln Resistenzen gegen das Medikament, wenn dieses nicht korrekt eingenommen wird. Wenn die zwei wichtigsten Antibiotika nicht mehr anschlagen, spricht man von multiresistenter Tuberkulose. Am stärksten betroffen sind diese 27 Länder. Weil bei multiresistenter TB alle verfügbaren Therapiemöglichkeiten schon ausgeschöpft sind, ist sie schwierig zu behandeln. Die Behandlung dauert 2 Jahre und besteht aus bis zu 14.600 Tabletten und Hunderten von Injektionen. Die Therapie ist nur in 50% der Fälle erfolgreich und verursacht schwere Nebenwirkungen. Jedes Jahr gibt es etwa 450.000 neue Fälle von multiresistenter TB. Und diese Patienten wurden bis jetzt von der Pharmaforschung vernachlässigt. 2012, 2013 dann plötzlich ein Durchbruch. Mit Bedaquilin und Delamanid wurden 2 neue Wirkstoffe registriert und klinisch getestet. Doch 2 Jahre später haben nicht einmal 3% aller Patienten Zugriff auf diese Medikamente, trotz der nachgewiesenen Wirksamkeit. Dies, weil die Arzneimittel noch in der Entwicklungsphase sind und der ganze Prozess sehr komplex ist. Noch ist wissenschaftlich nicht klar, wie die Medikamente wirksam kombiniert werden können, ohne schwere Nebenwirkungen zu verursachen. Ein von Unitaid finanziertes Projekt, bei dem MSF und 2 weitere Partner beteiligt sind, soll dies jetzt ändern. In 4 Jahren sollen in 16 Ländern insgesamt 2600 Patienten mit multiresistenter TB Zugang zu den neuen Medikamenten haben. Klinische Versuche sollen bestimmen, welche Medikamentenkombination am besten anschlägt. Dank dieser beschleunigten Forschung dürften Hunderttausende Betroffene Zugang zu einer wirksamen Behandlung erhalten. Zugleich das beste Mittel, um die Krankheit einzudämmen. Every year, some idiot comes up with a list of most corrupt nations, and Afghanistan is always on top. Here's a country that, by all conservative estimates, has had some say $2.7 trillion pumped into that country. On the issue of, well, the benefits not really trickling down to the population after 15 years of continuous pumping of enormous quantities of money, yes, sir, I've seen that. And there's a lot of reasons. The first, in my mind, the first person I would hold responsible for this are the donors themselves. This was a highly politicized intervention, and the donors wanted enormous pressure to disperse of a lot of funding, and they did that through most often local NGOs, who are basically proxies of a handful of warlords and very powerful Afghani who have historically, for the last 30 years, held the population to ransom. So dispersing that amount of money without any mechanism to follow through, having a mechanism to see if what the funds were allocated have actually materialized. I mean, this is a responsibility of those who give the money as well. And at least 2 US construction companies have been taken to court in the US
for building substandard schools that are falling on children. So there are all these great buildings, and the kids are outside the building under the mango tree because they are afraid to go and work inside. So yes, a lot has been wasted. And of course, as usual, it's the person on the street who has suffered the loss, who would still be freezing in the winter and who still would possibly deliver a child at home because there's no MCH coverage.